Hallo und herzlich willkommen zum 32. Rassebotschafter. Heute soll es um das Morgenhorse gehen. Und nun viel Spaß beim Video. Kommen wir zuerst zu den Eckdaten. Das Morgenhorse wird 1,45 m bis 1,60 m groß und ist meist in den Farben Brauner, Füchse und Rappen anzutreffen. Seltener sind Palominos und Falben. Sein Charakter wird oft als edel, lebhaft, intelligent, gutmütig, sanft und neugierig beschrieben und es hat eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Seinen Ursprung hat es in Massachusetts in den USA und wird als Reit-, Fahr- und Showpferd verwendet. Der Stammvater der ältesten Pferderasse Amerikas, der kleine braune Hengst Figger, wurde 1789 in Massachusetts geboren. Unter seinen Ahnen waren Vollblüter, Araber und Welschkops, aber auch Berber und Friesen werden vermutet. Der Lehrer und Komponist Justin Morgan aus Vermont, welcher ein Händchen für gute Pferde hatte, erkannte das Potenzial des nur 1,42 Meter großen jungen Hengstes. Sowohl für die Feldarbeit als auch für Pferderennen auf der Dorfstraße oder bei Zugwettbewerben wurde Figger eingesetzt. Bei letzterem stellte er sogar die Leistung von Kaltblütern in den Schatten. Figger verkörperte einen ganz besonderen Typ. Er war auffallend schön, korrekt gebaut und gut proportioniert mit einer hohen Aufrichtung und lebhaften Ausdruck. Trotz seiner temperamentvollen Art hatte er einen umgänglichen und sanften Charakter. Diese Merkmale vererbte er durchschlagend, sodass seine Nachkommen sich, egal welche Stute Figger zugeführt wurde, stets arbeitswillig, vielseitig, ausdauernd und schnell erwiesen. Durch die Qualität des Hengstes sprach man bald nur noch von Justin Morgans Pferd und so erhielt diese Rasse ihren Namen. Somit ist das Morgenhorse auf nur einen Hengst zurückzuführen. Die Morgans beherrschen um 1840 die Trab- und Galopprennszene und kamen mit der Eroberung des Westens mit Trecks oder auch dem Schiff im Westen der USA an. Hier wurden sie für die Arbeit auf der Ranch eingesetzt und entwickelten eine eigenständige Linie, die Western Working Morgans. Die positiven Eigenschaften wie schnelle Regenerationsvermögen und hohe Belastbarkeit wurden aber auch bei der Kavallerie sehr geschätzt. Das Morgenhorse erweist sich heute als vielseitiger Allrounder und wird im Sport sowohl in der Dressur als auch im Springen oder als Westernpferd eingesetzt. Aber auch als Kutschpferd ist es anzutreffen. Auch als Wanderreitpferd, Distanzpferd oder Therapiepferd beweist das Morgenhorse sein Können. Die Liebhaber dieser Pferderasse nehmen auch in Europa zu. So weisen England und Schweden den größten Bestand an Morgans auf, aber auch in Deutschland steigt die Anzahl stetig. In anderen europäischen Ländern wie Österreich, Schweiz, Ungarn, Belgien oder den Niederlanden finden sich auch immer mehr Anhänger der Rasse. Viele Morgenfohlen finden schon recht bald ihren neuen Besitzer, da die Nachfrage inzwischen ziemlich groß ist. Ein dreijähriges oder bereits als Reitpferd ausgebildetes Morgen findet man selten, da sich die Besitzer sehr selten von ihren Morgenhorse trennen. Und das war der 32. Rassebotschafter zum Morgenhorse. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich wie immer über Kommentare oder ein Abo sehr freuen und würde sagen, wir hören uns im nächsten Video. Bye!